habe geahnt, dass wir damit unsere Freundschaft zerstören. Ich kann mich nicht in dich verlieben. Das musst du kapieren. Ich krieg das hier nicht. Schaff das. Kim, ich hatte dich doch gebeten. Guten Abend. Ansgar von Lahnstein. Vergiss es. Du hast doch jetzt schon kein Geld, richtig? Verdammt doch mal, meine Familie hat Geld. Wie wär's denn mit dem Lösegeld für mich? Dein Vater ist an einem vergifteten Fisch gestorben. Das war nicht deine Schuld. Du hast doch keine Ahnung. Nicht die geringste. Also Justus hat echt sein Bestes gegeben, aber er konnte mich nicht abwimmeln. Bist du gekommen, um dich zu verabschieden? Ich komme nach Hause. Du kommst wirklich zu mir zurück. Ich kann es gar nicht glauben. Ich kann auch wieder gehen. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Es kommt nur sehr überraschend. Ja, ich habe lange gebraucht, bis ich erkennen konnte, was ich wirklich will. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich nur das will, was ich die ganze Zeit schon wollte. Und das ist mit dir zusammen sein. Trotz allem, was passiert ist. Du bist kein anderer Mensch geworden. Du hast dich nur ein bisschen verändert und ich will wissen, warum. Ich kann dir nichts versprechen, aber ich will bei dir sein. Außerdem hast du mal gesagt, du gibst uns nicht auf. Und das will ich auch nicht tun. Danke. Danke. Es ist soweit. Du hältst dich genau an das, was wir besprochen haben. Und du fasst dich kurz. Okay. Ach so, die gehen alle davon aus, dass ich tot bin. Es wird so sein, dass ich das ein oder andere erklären muss. Okay. Gott, es gibt nichts über Sex. Verboten ist. Vor allem mit der eigenen Verlobten. Bin ich dran? Okay, nicht dran. Ja? Sebastian? Ansgar hier. Ja, ich habe nicht viel Zeit. Warte mal, du lebst? Wo bist du? Wir haben alle gedacht, du bist tot. Das bin ich auch gleich, wenn du mich endlich zuhörst und genau das machst, was ich sage. Aber du bist doch von der Klippe gestürzt. Wir haben doch alle nach dir gesucht. Wo warst du denn? Das tut jetzt nichts zur Sache. Wichtig ist nur, dass Alexa vor mir steht und mir eine Pistole an den Kopf hält. Alexa Berg? Ja, Alexa Berg. Sie will 10 Millionen für meine Freilassung. Das soll ja wohl ein Witz sein. Netter Versuch, Ansgar. Das ist kein Witz. Sie steht vor mir und bedroht mich. Ich weiß nicht, was ihr daran witzig findet. Okay, Ansgar, hör zu. Ich weiß, ich habe damals Scheiß gebaut, ja? Aber wir kriegen das hin. Sag mir einfach, wo du bist. Ich komme vorbei und hol dich ab. 10 Millionen oder Ansgar ist tot. Schön. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt eure Aufmerksamkeit habe. Ich will das Geld innerhalb der nächsten 12 Stunden. Keine Polizei. Alle weiteren Instruktionen folgen. Gut. Dann wollen wir mal sehen, was du ihnen wert bist. Ist Leni denn wieder da? Sobald die Examensprüfungen durch sind. Immer noch so spannend? Was? Das Spiel? Ich rede nicht vom Spiel, ich rede von Sascha und dir. Ja, da gibt's ja nicht viel zu erzählen. Ja! Yeah.
nicht, dass du immer noch in ihn verliebt bist. Ich versuche ja, das abzustellen, aber so einfach ist es nicht. Klar, ihr wohnt zusammen. Wenn wir essen, dann versuche ich ihm nicht gegenüber zu sitzen, dass ich ihn nicht angucken muss. Wenn er im Bad ist, dann bleibe ich in meinem Zimmer, bis er raus ist. Der Typ rennt ständig oben ohne rum. Ist dir das mal aufgefallen? Ich glaube, ich achte da nicht so drauf. Hast du es schon mal versucht, mit Hypnose zu lösen? Das soll total super helfen bei Liebeskummer. Das hat bei Jesse ja super geklappt. So kann es aber auch nicht weitergehen. Nee. Und deswegen gehe ich jetzt auf Konfrontation. Ich gebe mir die totale Sascha-Überdosis so lange, bis mir schlecht wird, wenn ich nur an ihn denke. Ich glaube, wir machen erstmal die Getränkebestellung, oder? Das können wir auch noch später machen. So geht das. Das ist ein Scheiß, können wir echt nicht davon sitzen lassen. Ich muss wirklich los, beim nächsten Mal. Du verarschst mich jetzt gerade, das wird unser Spiel. Darf ich mit dir spielen? Na ja, klar, los. Na, ob das mal gut geht. Ja, sehe ich auch so, das sind echte Profis. Ich rede doch nicht vom Spiel. Schön, dass ihr doch noch die Kurve bekommen habt. Es war ja nicht mehr zum Aushalten mit euch. Und ich hoffe, Jessica sieht das auch so entspannt wie ihr. Hast du schon mit ihr gesprochen? Ja, wir sollten das mit Maxi unbedingt klären. Da kann man uns von. Ich glaube nicht, dass Jessica das will. Ach, ihr findet da bestimmt eine Lösung. Die Hauptsache ist, dass ihr beide euch wieder zusammengerauft habt. Und du benimmst dich, sonst gibt's richtig Ärger. Wie wär's denn, wenn wir auf die Neuigkeiten ein bisschen anstoßen? Ich glaube, wir haben noch Bier im Kühlschrank. Soll ich mal gucken? Ja, klar. Warum nicht? In einer halben Stunde wird oben das Essen serviert. Na und? Naja, ich dachte, vielleicht willst du dich noch frisch machen und dir was anderes anziehen? Er hat seinen Humor doch noch nicht verloren. Weil du meinst das ernst, oder? Ja. Du willst es wie am Familienessen teilnehmen? Hagen, das hat dich doch noch nie interessiert. Ich bin jetzt das Familienoberhaupt, da muss ich mich da schon mal blicken lassen, ja, auch wenn ich davon irgendwann Magengeschwüre bekomme. Na gut, stoßen wir eben später an. Und dass ich jetzt Magengeschwüre bekomme, das interessiert dich nicht. Wenn wir da gemeinsam hingehen, dann wird das alles viel bekömmlicher. Außerdem sehen dann alle, dass wir wieder zusammen sind. Na gut. Na schau. Mach doch aber auch. Herr, schönes Spiel. Glückwunsch. Ja, hinten bin ich eben gut. Von hinten bist du der Beste. Sag mir, dass ihr bitte über das Kickern redet. Warum denn sonst? Wie sieht's aus? Spielen wir noch eine Runde? Nein. Ich habe da gerade was gesehen, was mir gefällt. Okay. Süß, oder? Mhm. Was? Mhm. Das heißt, ich geh jetzt mal rüber und stell mich vor. Drück mir die Daumen. Hi! Tja. Tu mir einen Gefallen und sag jetzt nichts. Gehen wir eigentlich hin? Ich kann nicht mehr mit meinem Bein. Das reicht. Wir sind da. Ja, und jetzt? Graben? Genauer gesagt, du gräbst. Was soll der Quatsch? Wir haben einen Deal. Fang an. Mann, dieser Typ ist nicht tot zu kriegen. Wie hat Alexa Ansgar gefunden? Ich habe keine Ahnung. Ich frag mich, was macht die denn überhaupt hier? Maria wird doch gesucht, oder nicht? Der Mordversuch an Ansgar war sie spurlos verschwunden, aber ich habe immer gewusst, die taucht wieder auf. Na toll, und wir können jetzt zusehen, wie wir 10 Millionen auftreiben. Du hast sie doch selbst gehört, die bringt ihn um, wenn wir nicht zahlen. Wir sollten das ernst nehmen, sie hat's schon mal versucht. Die werden zahlen, das ist mir Sebastian schuldig. Wir werden sehen. Was soll denn der Blödsinn? In ein paar Stunden hast du dein Geld. Bei einer Geldübergabe, da kann so viel schief gehen. Ich will einfach vorbereitet sein. Dazu,
Die tun, was du verlangst. Aber Sebastian hat dich doch schon mal hängen lassen. Er hätte zugelassen, dass du in den Tod stürzt. Ich würde sagen, deine Chancen stehen so 50-50. Los, fang an. Es geht nicht, der Boden ist viel zu hart. Umso besser. Dann dauert's länger. Wir haben so viel Zeit. Und schön tief. Du willst doch nicht, dass die Wildschweine dich ausbuddeln. Und wenn wir doch die Polizei einschalten? Und wenn Alexa Wind davon bekommt, die dreht doch durch und knallt ihn ab. Alexa denkt, dass Ansgar ihren Vater auf dem Gewissen hat. Sie ist getrieben von ihren Rachgedanken. Sie wird ihn abknallen, so oder so, egal ob wir zahlen oder nicht. Tanja, ich habe ihn damals an dieser Klippe hängen lassen. Ich habe seinen Tod in Kauf genommen. Seitdem habe ich kein Auge mehr zugemacht. Wenn ich jetzt die Chance habe, ihn zu retten, dann werde ich das tun. Und wo bitteschön willst du 10 Millionen hernehmen? Aus dem Vermögen der Lahnsteinbank oder was? Wenn das schiefläuft, Sebastian, dann bist du schuld. Dann holen wir ihm Hagen ins Boot. Gar keinen Fall. Der spielt sich als Ansgars Retter auf und stärkt noch die Position in der Familie. Wie ich es auch mache, dann schlag du doch was vor. Wir schalten die Polizei ein. Die stellen dir nämlich das Geld zur Verfügung. Und wenn was schiefläuft, Sebastian, dann sind die schuld. Hat er meine Kohle gefressen. Gut, ich rufe den Typ an. Der kommt eigentlich relativ schnell, wenn es Probleme gibt. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Ohne Kondome werde ich immer nervös. Dann musst du dich ein bisschen gedulden. Du kaufst welche in der Apotheke, nimm an. Spinnst du? Ich kann doch jetzt nicht abhauen. Da muss man dranbleiben. Ja, eine kalte Dusche soll auch helfen. Oh Mann, dieses Dreis und diese Stimme. Alter, ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich jetzt nicht... Ja, dann viel Erfolg. Mann, du hast doch immer ein paar Kondome auf Tasche, oder nicht? Kannst du mir nicht ein, zwei Stück geben? Oder gib mir lieber drei. Was? Kondome. Aber schön, dass du hier bist. Isst du heute mit uns? Ja. Endlich. Ich dachte, ihr bekommt es gar nicht mehr auf die Kette. Ja, sowas Ähnliches hat meine Familie auch schon gesagt. Du wirst schnell feststellen, dass sich seit deinem letzten Abendessen bei uns wenig geändert hat. Die Gespräche sind unterhaltsam und erbaulich wie eh und je. Dana, warte bitte. Elisabeth, ja? Würdest du was ausmachen, den Platz zu wechseln? Warum? Elisabeth hat immer hier gesessen. Das sind die Plätze des Familienoberhauptes und seiner Frau. Dana zieht wieder zu mir. Das freut mich. Schön. Mein Glückwunsch. Bitte, Elisabeth, das ist doch nicht nötig. Nein. Hagen hat vollkommen recht. Das ist dein Platz. Ich räume ihn gerne für dich. Danke, Elisabeth. Dana? Hängst ja wie ein Alki an der Flasche. Blödsinn. Du hättest einfach auf mich hören sollen. Eine klare Ansage und Distanz, das ist alles, was hier hilft. Vielleicht bin ich liebessüchtig, Sascha ist keine Droge und ich bin nicht abhängig. Aha. Und warum guckst du dann alle 3 Sekunden rüber? Das tue ich überhaupt nicht. Da war es wieder. Ich bin eben ein aufmerksamer Barkeeper. Und warum wartet dann die Frau schon seit 3 Minuten auf ihre Bestellung? Was darf denn sein? Eine Cola, bitte. Kommt sofort. Siehst du? Ich sehe was? Ich bin völlig cool. Bitte schön. Dankeschön. Komm mal her. So. Schaust du mich an?
siehst du? Oh, sieht so aus, als würden sich Sascha und die Blondine schon ein bisschen besser kennen. Na und? Olli, du hast total eifersüchtig rübergeguckt. Du hoffst doch immer noch, dass er deine Gefühle erwidert. So, ich mach mich mal auf den Weg. Ja, wir kommen gut alleine klar. Okay, cool. Später. Bis später. Madame. Mein kleiner Alki. Schön, dass du jetzt hier wohnst, Anna. Deine Schwester Kim wohnt auch hier. Bist du nicht ganz so allein? Wo ist sie eigentlich? In Berlin. Trendrecherche. Dann ist ihr Fehlen ja schon mal entschuldigt. Stimmt. Wo ist Sebastian? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn seit heute Morgen noch nicht gesehen. Wahrscheinlich ist er noch auf seiner Suite, weil er sich wegen der Trennung von Tanja heute Nacht wieder in den Schlaf geweint hat. Die beiden sind getrennt? Wieso? Hagen wollte es so. Ich habe nie von ihm verlangt, dass sie sich trennen. Du hast ihn aber verboten zu heiraten. Was ist denn ernst? Ich habe Sebastian nur für die Wahl gestellt, entweder Tanja oder die Familie. Das ist ein Witz, oder? Ich dachte, Dana weiß Bescheid. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, dir alles zu erzählen. Darf ich das Dessert auftragen? Ja, bitte. Ja, bitte. Für mich nicht. Danke. Nein. Schon. Wie genau soll eigentlich die Geldübergabe laufen? Das interessiert dich nicht. Doch, natürlich interessiert mich das. Ich will ja auch, dass das glatt läuft. Das ist schließlich auch in meinem Interesse. Gut, dann. Dein Cousin wird das Geld in einem Koffer in Schneiders bringen und es dort in einer Kabine in der Toilette deponieren. Damen oder Herren? Herren. Billy holt es raus und schafft es her. Das ist der Plan? Das ist der Plan. Darf ich vielleicht einen Vorschlag machen? Lasst jemanden anders das Geld bringen. Warum? Sebastian könnte ihn als den ehemaligen Bodyguard deines Vaters erkennen. Ja, wer soll das dann machen? Deine Tochter vielleicht? Justus, der Butler. Ja, gut, dann eben der Butler. Und es wäre auch besser, wenn er das Geld auf der Damentoilette deponiert. Damit es aufhört, wenn er es da rausholt. Vergiss es. Nein. Es ist besser, wenn du das Geld abholst. Ja, so, in der Damentoilette gibt es ein Fenster. Sobald Justus den Laden wieder verlässt, kann Billy hier dir ein Zeichen geben. Und dann schnappst du dir das Geld und verschwindest durchs Fenster. Gut, dann machen wir es so. Vielleicht überlebst du den Tag ja doch. Aber bevor ich Sebastian die Instruktionen durchgebe, werde ich mich davon überzeugen, dass es da auch wirklich ein Fenster gibt. Was denn hier? Ich dachte, du bist gar nicht da. Ich musste duschen, ich war verschwitzt. Ja, ich hab ja den. Weißt schon. Sag mal, gehst du mir aus dem Weg? Wieso sollte ich? Weil jedes Mal, wenn ich aus dem Bad komme, du abhaust. Wo ist denn deine blonde Freundin? Weg. Ich denke oft darüber nach, wie du und ich Whirlpool. Ich auch. Ich weiß.
Echt? Mhm. Darf ich dir was gestehen? Es war kein Experiment. Hey, Olli! Also, wenn du Kohldampf hast, gib dir was von meiner Pizza ab. So, Sascha. Ach, anscheinend zu Hause. Ja, und beschäftigt. Darf ich? Es war Sebastians Entscheidung, sich von Tanja zu trennen. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Hagen hat ihn vor die Wahl gestellt. Das hast du doch selber gehört. Hagen vertritt die Interessen der Familie. Tanja hat so oft versucht, die Familie und auch Hagen zu hintergehen. Willst du ihm vorwerfen, dass er sich das nicht hat gefallen lassen? Natürlich nicht. Aber es geht um die Mittel und sowas hätte Hagen früher einfach nicht gemacht. Hagen hat jeden so akzeptiert, wie er ist, auch Tanja. Tja, aber seine Position hat sich geändert. Er ist jetzt für alles verantwortlich, für das Lahnstein-Imperium, die Familie. Ja, die Familie. Ja, Dana, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Ich weiß aber nicht, ob ich mich daran gewöhnen will. Wenn du wirklich mit Hagen zusammenleben willst, dann wird es deine Aufgabe sein, ihm dabei zu helfen. Ihm kommen nämlich sehr oft Zweifel, ob er diese Verantwortung überhaupt tragen kann. Meine Aufgabe, wie das schon klingt, meine Aufgabe ist mein Job und mein Kind. Und nicht meinem Mann bei den Ausübungen seiner Pflichten zu helfen. Doch, Dana, ich fürchte schon. Familie, das ist, so komisch, wie das jetzt vielleicht klingt, letztendlich Politik. Hagen hat seine Rolle gefunden. Jetzt musst du deine finden, wenn du, wie gesagt, mit ihm zusammenleben willst. Das war doch dein kleines Pflegekind, oder? Mhm. Wo kam sie noch mal her? Aus Kamerun. Hier. Da war sie gerade anderthalb. Ihre Mutter war gestorben und ihr Vater konnte sich damals nicht um sie kümmern. Dann haben Christian und ich sie aufgenommen. Ja, schließlich konnte sie dann doch wieder abholen. Die beiden nehmen jetzt in Kamerun. Er ist Entwicklungshelfer. Das ist so süß. Mhm. Ihr wart ja eine richtige Familie. Wie lange hast du sie denn nicht gesehen? Viel zu lange. Ich würde sie und ihren Vater ja gerne mal hierher einladen, aber das kann man ja keinem Kind zumuten. Hier wird ja quasi die ganze Zeit nur rumgerödelt. Ist diese Blondine immer noch da? Ja, das ist jetzt Saschas neuester Trick. Er macht einfach die Musik so laut, dass man keine Sexgeräusche hört. Ja, sehr rücksichtsvoll. Hm. Ich glaube, ich brauche einen Verein für anonyme Verliebte. Geldübergabe laufen. Das interessiert dich nicht. Ganz ruhig, Freundchen, ganz ruhig. Keine falsche Bewegung. Okay. Jetzt greife ich mir ganz langsam deine Knarre, okay? Alexa Berg bei Ihnen meldet, werden wir versuchen, den Anruf zu orten. Das kann allerdings einen Moment dauern. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Sie unseren Technikern so viel Zeit wie möglich verschaffen. Wie mache ich das?
Stellen Sie detaillierte Fragen. Wie zum Beispiel, in welchen Mengen soll das Lösegeld geliefert werden? Sollen wir es in einen Koffer verpacken? Welche Farbe soll der haben? Und so weiter. Soll ich denn nicht versuchen, rauszufinden, wo sie Ansgar gefangen hält? Nein, das würde ich besser lassen. Das würde sie durchschauen. Fragen Sie nach Ihrem Cousin. Fragen Sie, wie es ihm geht, ob er verletzt ist und so weiter. Zeit wie möglich. Ja? Die Geldübergabe findet in einer halben Stunde statt. In einer halben Stunde? Nicht quatschen. Einfach zuhören. Das Geld wird in einer Plastiktüte von Ihrem Butler Justus auf der Damentoilette im Schneiders deponiert. Moment, ganz langsam. Ich glaube, das muss ich mir aufschreiben. Merken Sie sich einfach. Okay, in einem Plastikbeutel, ja? Wie soll der aussehen? Mit Aufdruck, ohne? Das ist mir total egal. Damentoilette. Im Schneiders. Wo da genau? In einem Mülleimer? In der ersten Kabine rechts. Sobald wir das Geld haben, wird Ihr Cousin innerhalb der nächsten 24 Stunden freigelassen. Wie geht's Ansgar überhaupt? Ich meine, ist er verletzt? Wird er einen Arzt brauchen? Sollte irgendwas schieflaufen? Oder Sie die Polizei einschalten? Dann sind Sie für den Tod Ihres Cousins verantwortlich. Aber das kennen Sie ja schon. Moment. Warten Sie. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, um das Geld aufzutreiben. Und, haben wir Sie? Nicht genau. Wir haben immer noch einen Radius von einem halben Kilometer. Wo? Düsseldorfer Innenstadt. Okay, sie hat gesagt wir, also ist sie nicht alleine. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sie in der Nähe ihres Cousins gerade telefoniert hat. Also haben wir nichts. Wir wissen, wo die Übergabe stattfinden soll. An allen Orten dieser Stadt, wieso im Restaurant meiner Frau? Hör zu, wir haben ein sehr enges Zeitfenster. Ich möchte, dass 20 Mann um das Restaurant postiert werden. Ich gehe mit zwei Beamten rein. Und schafft mir diesen komischen Butler her, der muss ja auch noch instruiert werden. Herr von Nahnstein, wir haben das Geld präpariert, wir werden auch den Plastiksack präparieren. Und Sie haben das eben sehr gut gemacht. Wir werden die Berg kriegen. Das hoffe ich. Stunde in Schneiders. Alles klar. Ach, pass auf, das Landschein nicht abhaut. Moment, war das Alexa? Was hat sie gesagt? Neuigkeiten? Alles unverändert. Entschuldige, ich habe dich vorhin überfahren. Manchmal denke ich eben, es muss alles sofort passieren, weil ich so viel Zeit verloren habe. Schon okay. Ich will das ja auch alles. Manchmal frage ich mich, wie ich das alles schaffen soll. Wenn ich das nächste Mal wieder zu schnell bin, dann drück einfach auf die Bremse. Ich muss noch mal ins Büro. Hältst du hier die Stellung? Hagen? Ist jetzt geschafft. Lilly, es hat sich so viel verändert, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Christian lebt jetzt in England und ich glaube, dass er dort sehr glücklich ist. Ich bin auch glücklich. Ich habe mit zwei Freunden eine Bar eröffnet. Den einen, den kennst du vielleicht noch, Andy.
der dir beigebracht hat, aus einer Flasche zu trinken. Der andere heißt Sascha und er ist... Ich lebe ganz schön gefährlich. Erst Gringo und dann noch dein Mann. Puh. Der Typ ist echt so krass. Ich bin... Scheiße. Ich bin scheiße. Nein, aber verknallt. Das war schön. Aber ich glaube nichts von Dauer. Er ist einfach nur ein guter Freund. Herr Stiel, Kommissar Helmke, unser Mann der Stunde. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind, Justus. Ich muss gestehen, dass ich ob der Dringlichkeit etwas irritiert bin. Ja, wir sind alle von den Ereignissen etwas überrascht worden. Herr Stiel, es geht um einen äußerst wichtigen Notfall der Familie von Lahnstein. Ja? Eine Lösegeldübergabe. Oh mein Gott. Wer wurde entführt? Graf Ansgar. Ja, aber das heißt doch, dass er lebt. Ja, aber er ist in Schwierigkeiten. Und Sie, Herr Stiel, Sie können ihm jetzt helfen. Was muss ich tun? Sie deponieren das Lösegeld im Restaurant Schneiders in der Damentoilette. Erste Kabine rechts. Mhm. Und machen Sie sich keine Sorgen, wir werden die ganze Zeit in Ihrer Nähe sein. Gut, ja. Verhalten Sie sich ruhig und den Anweisungen entsprechend. Gut, ja. Herr Stiel, haben Sie noch eine Frage? Das Geld? Ja. Ich finde, in solchen Momenten wäre etwas Lyrik nicht unangebracht. Nur zu. Ein Held zu sein, bedarf's nicht viel. Er schreitet voran und erreicht sein Ziel. Ihre Gedichte werden immer besser, Justus. Gefällt dir das? Das ist ja total süß, danke. Schade, dass ich sie nie kennengelernt habe. Naja, ich habe ihr zumindest geschrieben, dass sie jetzt eine ganz tolle Tante bekommen hat. Ich wüsste überhaupt nicht, was man so einem kleinen Kind schreibt. Ich meine, was versteht sie oder was interessiert sie? Ich schreibe immer ganz alltägliche Sachen. Wie es mir geht, was ich mache, über meine Freunde, die Stadt. Findet sie alles total spannend. Hey, was macht ihr da? Olli schickt seinem Pflegekind ein Paket. Cool. Mann, ich bin ganz schön fertig. Ich hoffe, die Musik war vorher nicht zu laut. Ganz im Ernst, das war echt ein bisschen heftig, oder? Alles gut, Olli? Nee. So geht das nicht mehr. Was? Sind Andi und Jessie da? Ja. Kannst du die beiden bitte holen? Ich muss euch was sagen. Klar. Ich habe ihr Maschan gesagt, das dürfte sie vertragen. Auf jeden Fall hat sie wieder Hunger. Ich wusste es, dass Asta das schafft. Du hast die ganze Zeit an sie geglaubt. Ich glaube auch an uns. Ich auch. Ich glaube nur auch, dass wenn du mich nicht an dich ranlässt, dann kann ich mir nie wirklich sicher sein. Okay, was willst du wissen? Das weiß ich gar nicht so genau. Soll ich über meinen Vater reden? Diesen seltsamen alten Mann, der mir immer fremd war, der Patriarch hinter seinem Mahagoni-Schreibtisch. Ich wollte nie so werden wie er. Tja, dann kam seine Krankheit, dieser ganze Mist um seine Nachfolge. Der Segeltörner sollte so eine Art Neuanfang für uns werden. Und dann sind wir untergegangen. Es war, als wollte uns das Schicksal prüfen. Auf der Insel, das... So schrecklich das war, ich war irgendwo auch glücklich. Weil ich war meinem Vater nie so nah wie in dieser Zeit. Und da habe ich es verstanden. Er hat sein Leben einem höheren Ziel geopfert, das ihm wichtiger war als alles andere, seiner Familie. Und er hat mich noch gewarnt, ich soll nicht so verbissen werden wie er.
Tja, dafür brauche ich deine Hilfe. Ohne dich schaffe ich das, glaube ich, nicht. Glaubst du denn, es wird irgendwann wieder so wie früher? Normal? Niemals. Es wird niemals normal, es wird großartig. Weil wir sind du und ich, verstehst du? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Immer noch nichts.
Kann mir mal jemand sagen, warum wir hier sind? Olli hat uns was mitzuteilen. Das ist richtig. Das hat Lilly gemalt. Wow. Sehr talentiert. Toll. Ja, sie hat mir heute einen Brief geschickt und ich wollte ihr eigentlich ein Päckchen fertig machen und das morgen gleich zur Post bringen. Und deswegen hast du uns jetzt hierher bestellt? Nein, ich habe euch herbestellt, weil ich das Päckchen doch nicht zur Post bringen werde. Wieso das nicht? Weil ich sie persönlich vorbeibringe. Ich fliege zu Lilly und ihrem Vater nach Kamerun. Wie lange bleibst du weg? Weiß ich noch nicht. Willst du denn was ausmachen, wenn ich länger weg wäre? Nein, ich muss nur einen guten Ersatz fürs No Limits finden. Ich bin mir sicher, da finden wir eine gute Lösung. Du hast sogar keine Idee, wie lange du wegbleibst? Vielleicht einen Monat, vielleicht zwei. Solange es eben braucht. Das Geld liegt immer noch auf der Toilette im Schneiders. Sollte die Übergabe nicht schon vor einer Stunde laufen? Es ist niemand aufgetaucht. Na toll. Dann hat sie was mitbekommen. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht mehr ausschließen. Denken Sie, es kommt noch jemand, der das Geld holt? In der Regel melden sich Entführer noch mal nach einer missglückten Geldübergabe. In der Regel. Ist ja beruhigend, verdammte Scheiße! 10 Millionen sind eine Menge Geld. Wer so viel will, der wagt auch viel. Alexa Berg wird sich noch mal melden. Wenn nicht? Wenn sie sich nicht hält an ihre Regeln? Die Fahndung nach ihr läuft auf Hochtouren. Erzählen Sie das mal meinem Cousin. Ich meine, Sie kennen doch diese Alexa, die ist doch völlig unzurechnungsfähig, wie besessen. Ach, wahrscheinlich ist Ansgar sowieso längst tot und gerade irgendwo verscharrt. Ach komm schon, Sebastian. Ich habe dir direkt gesagt, es war ein Fehler, die Polizei einzuschalten. Jetzt bin ich am Ende doch noch verantwortlich für seinen Tod. Bitte los. Was ist, habt ihr das Geld? Was passiert denn jetzt? Wir machen einen Ausflug. Was? Dein Cousin hat die Bullen eingeschaltet. Bitte. Bring es endlich hinter uns.